Zu diesem Hof habt ihr keinen Zutritt. Dreht um und geht weiter. Perdonate, Bonsignore. Wir sind die Unterhaltung für den Abend. Jeder alte Narr kann ein Instrument tragen. Verschwindet! Ich kleide mich als Hofnarr, spiel Possen hier für die, eine sterbende deren Taten ich verabscheu und durch den Dreck ich zieh. Was ist das? Ihr seid furchtbar. Ein taktlos Musikant bin ich und sing mehr schlecht als recht. Und siehst dort auf der Straße mich gehen, so tritt mir ins Gemächt. Dekala, geht hinein und fallt den Gästen auf die Nerven. In Forli traf ich eine Frau und liebte sie im Liegen. Sie sprach jetzt Zahl und mach dich fort, doch mir war's ein Vergnügen. Was alles hilft dem Heil der Welt, ich staune meinerseits. Wie grad das Spielen dieser Laut und des reimend Wortes Reiz. Ich glaub es nicht, ich steh und sing, verschwende meine Zeit. Doch ihr, die ihr da sitzt und grinst, kein Geschmacke weit und breit. Oh mein Gott, jubeln einem auch noch. Stolz Romana ist die Eisernfrau, die Ruß aus edler Glut. Weckt Inbrunst noch im toten Fleisch, selbst Steine spüren die Wut. Dieser Hof ist sicher. Doch wo finden wir Prinz Süleman? Folget mir. Wir gehen schon. Also das ist mal ein Auftritt. Süleyman, des Sultans Enkelsohn und Gouverneur von Kefe. Dabei ist er erst 17. Ich traf ihn auf dem Schiff. Er sagte mir, er sei ein Schüler. Und wer ist das? Sein Onkel, Shehzadeh Ahmed, des Sultans Lieblingssohn. Er bereitet sich jetzt schon auf die Übernahme des Sultanats vor. Serefe, Salinija. Kommt, wir haben noch Byzantiner zu finden. Danke für euer Kommen. Ein zorniger, böser Mann der Doge von Venedig läuft eher vor Wut leicht rötlich an, als ich den Mann erledig. Welch exotische Klänge. Prima. Wir unterhalten uns später. Vieri, o Vieri, ein Pazzi wie's gebot. So toll und wild wie sein Papa und auch genauso tot. Ihr spielt sehr gut. Hab Dank. Oh, fantastisch! Was für ein Spaß! Hayirle Akşamlar. Cesare, o Cesare, ein Mann voll viel Verkommenheit. Dacht wohl, er wär unsterblich bis, dank Schwerkraft er nach unten zeigt.
gekriegt. Oh Mann. So, nächster. War einst ein Mann, hieß Duccio, ein Lüstling vor dem Herrn. Und seh ich ihn, so schlag ich zu, so sehr hab ich ihn gern. Konstantinie, ich flehe dich an, Byzanz muss weiterleben. Dreht Konstantin im Grab sich um, hätt Stambul nichts zu geben. Suikatsche, Suikatsche! Räumt diesen Hof! Cesare Süleyman, in Deckung! Hinterher! Ezio! Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin erleichtert, euch wiederzusehen. Mio bel menestrello. Habe ich das richtig gesagt? Gut genug. Ich hörte, dass ihr auch Gouverneur seid. Gibt es etwas, das ihr nicht tut? Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Süleyman. Ezio Auditore. Cesadem. Wurdet ihr verletzt? Wer ist euer Hauptmann, Soldat? Tarik Baletti. Er ist zurzeit unterwegs. Beseitigt die Leiche und schickt die Gäste heim. Und dann ruft Tarik zum Divan. Tarik Baletti ist ein Hauptmann des Janitscharen-Korps, der Elitetruppe des Sultans. Sie bewachen den Sultan, aber nicht die Familie? Nicht sehr gut, offenbar. Ezio, könnt ihr etwas Zeit erübrigen? Ich würde gerne eure Meinung hören. Das geht, sobald ich diese Kleider los bin. Güzel, kommt, wenn ihr soweit seid. Okay. Alles klar. Ja, gut, aber. Gehen wir mal direkt zum Erinnerungsanfang. Kurz auf die Karte schauen. Alles klar, ich muss da rein. Wenn ich da was machen will, dann soll es so sein. Ich lauf einfach durch. Süleyman, ich bin da. Ich hab's geschafft. Ich arrangierte ein Treffen mit meinem Onkel Ahmed und dem Janitscharen-Hauptmann Tarik Baletti. Die Janitscharen sind meinem Großvater treu. Aber sie sind recht erbost über seine Wahl für den nächsten Sultan. Euer Onkel? Genau. Die Janitscharen bevorzugen meinen Vater Selim. Eine heikle Situation. Aber wie passen die Byzantiner ins Bild? Ich hatte gehofft, ihr wüsstet es. Könntet ihr mir helfen, es herauszufinden? Das versuche ich ohnehin. Ich kann euch helfen, solange unsere Interessen sich kreuzen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Es gibt eine Luke auf der Spitze dieses Turms, die zu einer geheimen Kammer führt. Geht dorthin, wartet und beobachtet.
Ein schwieriges Treffen. Süleyman untersucht den Anschlag auf sein Leben. Belauschen Sie eine Unterhaltung mit dem Janitscharenhauptmann Tariq Baletti. Nicht entdeckt werden. Wie soll ich das denn machen, mein Lieber? Vielen Dank. Du wirst nicht weit kommen. Was ist denn? Ich komme hier nicht hoch. Warum? Jetzt sind plötzlich alle hinter mir her. Red wie ein Mädchen. Na komm, gib mir einen Kuss. Ey, was die auch für Sprüche bringen immer, weißt du? Denkst du, wirst verarscht hier? Erinnert mich an das kleine Mädchen aus Bursa, das wir erwürgt haben. Die Jungen meinen, die Welt gehört ihnen. Den Eltern verwöhnt. Sind jetzt alle tot? Der nächste Hieb könnte mein letzter sein. So. Aber ist keiner gestorben, das ist gut. Dann interagieren wir mal. Hört auf meinen Neffen, Tariq. Eure Inkompetenz grenzt an Verrat. Allein der Gedanke, dass eure Janitscharen heute von einem italienischen Lautenspieler bezwungen wurden. Unerhört. Ein unverzeihlicher Fehler, Effendim. Ich werde das umfassend untersuchen. Ich werde die Untersuchung führen, Tariq. Aus wohl offensichtlichen Gründen. Evet, Shehzadem. Ihr besitzt eures Vaters Weisheit. Und seine Ungeduld. Onkel, wie gut, euch unversehrt zu sehen. Sei gegrüßt, Süleyman. Allaha emanet olun. Tariq Bey, auf ein Wort. Was wohl der Zweck dieses Angriffs gewesen sein mag? Mich schwach aussehen zu lassen? Wie einen unfähigen Stadtvogt? Wenn ihr eure Hand im Spiel hattet, Tariq, habt ihr einen schweren Fehler begangen. Mein Vater hat mich als nächsten Sultan erwählt, nicht meinen Bruder. Ahmed, ich bin außerstande, mir den Verrat, den ihr mir vorwerft, nur vorzustellen. Was habe ich getan, dass mich die Janitscharen gering schätzen? Was tat mein Bruder für euch, das ich nicht tat? Darf ich offen sprechen? Aber bitte. Ihr seid schwach, Ahmed. Zu nachdenklichen Kriegszeiten und zu unstet im Frieden. Euch fehlt die Leidenschaft für die Traditionen der Ghazi. Ihr sprecht von Brüdern in der Gesellschaft Ungläubiger. Ihr werdet ein guter Philosoph, Ahmed. Aber wohl kein guter Sultan. Ihr findet allein hinaus. Eine nette Familie, hm? Eurem Onkel mangelt es an Einfluss über jene, die er bald kommandiert. Tariq ist ein harter Mann. Stolz und fähig, aber ehrgeizig. Und er bewundert meinen Vater sehr. Doch gelang es ihm nicht, diesen Palast vor den Byzantinern zu schützen. Das erfordert unsere Aufmerksamkeit. Allerdings. Wo sollen wir anfangen? Behaltet Tariq und seine Janitscharen im Auge. Sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit im und um den Bazar. Ich sehe mich dort um, wenn ich Zeit habe.